Hallo und herzlich willkommen zum 11. Teil der Marisco Video Tutorial Serie. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Umsetzungsplan Ihres Projekts erstellen. Zu Beginn können Sie die Einstellung Ihres Umsetzungsplans an Ihr Projekt anpassen. Neben der Dauer des Projekts können Sie auch die Dauer des Umsetzungsplans, das Steuerjahr und die Arbeitstage pro Jahr festlegen. Außerdem können Sie auswählen, ob Ihnen Tages- oder Quartalsspalten angezeigt werden. Danach können Sie die finanziellen Einstellungen Ihres Projekts definieren. Hier finden Sie die Felder, um die Währung und die Dezimalstellung der Währung anzugeben. Sofern gewünscht, können Sie das Gesamtbudget für die Finanzierung sowie das bereits gesicherte Budget in Prozent und Ihre wichtigsten Finanzierungsquellen angeben. Durch die Beschreibung der Arbeitseinheitensätze und der Eingabe der Arbeitseinheitensätze für Teammitglieder kann die Software später Ihren Kostenplan berechnen. Nachdem Sie die Einstellungen angepasst haben, geht es an die Entwicklung des Umsetzungsplans. Wählen Sie eine Strategie aus und ordnen ihr eine oder mehrere Personen Ihres Projektteams zu. Jetzt können Sie eine oder mehrere Aktivitäten für die Strategie erstellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Strategie, um eine neue Aktivität hinzuzufügen. Es öffnet sich ein Textfeld, in dem Sie den Namen der Aktivität eintragen können. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Beschreibungen, Bemerkungen, Stichworte und Fotos zu hinterlegen. Die Aktivitäten können noch weiter in praktische und konkrete Aufgaben aufgeteilt werden. Eine genaue Beschreibung der Aktivitäten und Aufgaben erleichtert die Umsetzung der Strategien sowie das Monitoring der Projektfortschritte. Sofern gewünscht, können Sie die Aktivitäten und Aufgaben anzeigen lassen. Verwenden Sie hierzu die Knöpfe Alles ausklappen bzw. Alles einklappen. Um die Umsetzung zu kontrollieren, sollten Sie regelmäßig und systematisch bewerten, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, die gesetzten Ziele zu erreichen. Es kann sinnvoll sein, regelmäßige Fortschrittsberichte zu erstellen. Dies ermöglicht Ihnen, differenziertere Überlegungen im Verlauf Ihrer Arbeit anzustellen, Wissenslücken zu schließen, festzustellen, ob Sie den erwarteten Zwischenergebnis erreicht haben und zu beurteilen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, um einen langfristigen Erfolg zu erzielen. Überprüfen Sie Ihre Fortschritte mindestens einmal jährlich, vorzugsweise häufiger, und betrachten Sie Ihre Fortschritte im Kontext Ihrer Theorie des Wandels, die in den Ergebniswirkungsnetzen detailliert beschrieben ist. Wählen Sie hierzu die Funktion Fortschrittsbericht erstellen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Datum des Berichts und den aktuellen Stand festhalten können. Der Schritt 29 ist ganz der Umsetzung des Monitorings und Umsetzungsplans gewidmet. Hier können Sie Messungen hinzufügen und Fortschrittsberichte erzeugen.